Wer ist eigentlich Helmut Schmidt? Helmut Schmidt wurde am 23. Dezember 1918 in Hamburg geboren und er war von 1974 bis 1982 der insgesamt fünfte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. In seine Kanzlerschaft fallen unter anderem die Wirtschafts- und Ölkrisen der 70er Jahre, der deutsche Herbst und der NATO-Doppelbeschluss von 1979. Die Wirtschafts- und Ölkrisen der 1970er Jahre. Während des Yom Kippur-Krieges zwischen Israel und arabischen Staaten im Jahr 1973, also noch zur Amtszeit des Bundeskanzlers Willy Brandt, verhängten die arabischen Ölproduzenten, die damals wie heute zu den größten Ölproduzenten der Welt gehörten, einen Boykott, also einen Lieferengpass gegenüber den westlichen Ländern, da Israel während des Yom Kippur-Krieges von den USA, also einem westlichen Land, unterstützt wurden. Auch in Deutschland bekam man schnell den Boykott der arabischen Länder zu spüren. Das Erdöl wurde knapp und somit auch sehr teuer, was gerade vor dem bevorstehenden Winter ein größeres Problem wurde. Man reagierte unter anderem darauf, dass im November sowie im Dezember 1973 insgesamt 8 autofreie Sonntage eingeführt wurden. Zudem gab es weitere Maßnahmen, die versuchen sollten, Erdöl möglichst einzusparen. Die Regierung Schmidts versuchte indes, da die Krisen noch weiter in den 70er Jahren anhielten, unter anderem mit dem Bau von Atomkraftwerken, dem entgegenzuwirken. Eine weitere Lösung gegen die Abhängigkeit des Erdöls sah Helmut Schmidt insbesondere in der Zusammenarbeit ölimportierender Länder. Das sind solche Länder, die Öl in erster Linie einkaufen, da es bei ihnen beispielsweise keines oder nur wenig davon zu fördern gibt. Diese Zusammenarbeit sollte für Schmidt in erster Linie auf europäischer Ebene geschehen. Und so tat er sich vorwiegend mit seinem französischen Amtskollegen Valéry Giscard d'Estaing zusammen, um mit ihm letztendlich gemeinsam 1975 den ersten Wirtschaftsgipfel einzuführen. Dieser wird bis heute noch ausgetragen und die Aktion von den beiden damals führte auch dazu, dass sich die europäische Gemeinschaft weiterhin verstärkte. Der deutsche Herbst. Als deutscher Herbst werden die Monate September und Oktober des Jahres 1977 bezeichnet, die besonders von den Anschlägen der Terrororganisation RAF, der Roten Armee-Fraktion, geprägt waren. Die RAF war eine linksradikale Terrororganisation und verantwortlich für den Tod von mehr als 30 Führungskräften aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und der Polizei, die besonders zur Amtszeit Schmidts wütete. Helmut Schmidt und seine Regierung sahen sich praktisch über seine gesamte Amtszeit hinweg immer wieder Anschlägen und Erpressungen gegenüber. Schmidt musste dabei mehrfach schwerwiegende Entscheidungen treffen, um den freiheitlichen Rechtsstaat zu schützen. Der NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979 war eine Reaktion des Westens auf Atomraketen, die von der Sowjetunion nahe der Grenze zu Europa aufgestellt wurden. Der Doppelbeschluss heißt deshalb Doppelbeschluss, weil er erstens vorsah, eine eigene Aufrüstung des Westens vorzunehmen, also auch Atomraketen aufzustellen, um die Bedrohung mit einer eigenen Bedrohung zu kontern. Und zweitens dann doch in Verhandlungen mit der Sowjetunion zu treten, weil auf beiden Seiten aufgestellte Atomraketen dann doch nicht so die beste Alternative sind. Letztendlich wurden auf beiden Seiten Atomraketen aufgestellt, da sich die USA und die Sowjetunion erst im Jahre 1987 auf eine gemeinsame Abrüstung einigen konnten. Der NATO-Doppelbeschluss hatte währenddessen massive Proteste in vielen Ländern Europas und der Welt zufolge. Und löste unter anderem auch eine Regierungskrise in der Regierung Schmidt aus. Die Koalitionspartner der Parteien SPD und FDP stritten sich sogar so weit, dass sie sich letztendlich trennten. Und es kam 1982, genauer gesagt am 1. Oktober 1982, zu einem Misstrauensvotum gegenüber Helmut Schmidt in seinem Amt als Bundeskanzler. Zu allem Überfluss für Schmidt verlor er dieses Misstrauensvotum sogar. Und von nun an hieß der neue Bundeskanzler nicht mehr Helmut Schmidt, sondern Helmut Kohl. Helmut Schmidt erlebte während seiner Amtszeit als Bundeskanzler innen- wie außenpolitisch sehr turbulente Jahre. Vor seinem Amt als Bundeskanzler war er zudem von 69 bis 72 Verteidigungsminister und von 72 bis 74 Wirtschafts- und Finanzminister.
Nach seiner Zeit und bis zu seinem Tod im Jahr 2015 war Schmidt nicht nur zuletzt aufgrund seines sehr charismatischen Auftretens eine sehr gefragte Persönlichkeit, wenn es um politische Angelegenheiten ging.